In diesem Video erfährst du, wie du eine Affäre zurückgewinnen kannst. Und ja, das ist ja eine durchaus heikle Angelegenheit, die auch mit Gefahren, Risiken und Konsequenzen verbunden ist. Deswegen schauen wir uns in diesem Video auch an, wie die Chancen in so einem Fall stehen und auch welche Schritte es braucht, um das Blatt vielleicht doch zu deinen Gunsten zu wenden. Und für alle, die neu hier am Kanal sind, ich bin Lena, ich bin Mastercoach bei Szenario 2 und zusammen mit meinem Team unterstütze ich Menschen in verzwickten Liebeskrisen, die nächsten Schritte und auch eine Lösung für die eigene Situation zu finden. Und wenn es darum geht, eine Affäre zurückzugewinnen, dann muss man da schon einiges im Hinterkopf haben. Affären sind zum einen fragilere Konstrukte als so eine Beziehung, weil sie ja in aller Regel so im Geheimen ablaufen. Das heißt, es gibt zumindest eine Person, nämlich den betrogenen Partner, eine Person, die nicht weiß, was gerade passiert. Und sollte die Affäre auffliegen, wird diese Person zumindest sehr verletzt sein. Wenn du also eine Affäre zurückgewinnen möchtest, dann hab das auch immer im Hinterkopf, unabhängig davon, ob der betrogene Partner dein eigener oder der von der Affäre ist. Nahezu alle Klienten und Klientinnen, die zu mir ins Coaching kommen und eine Affäre zurückgewinnen wollen, die fragen mich auch nach den Chancen. Und ich verstehe das auch, man möchte abklären, ob sich das überhaupt noch auszahlt. Und meine Erfahrung ist, wenn Menschen mal nach den Chancen fragen, dann ist aber die Entscheidung prinzipiell schon getroffen und man möchte die Affäre zurückgewinnen. Und es geht dann nur noch so darum, für sich selbst genug Bestätigung zu finden, dass die Chancen auch ausreichend hoch sind, sodass man sich selbst die Erlaubnis geben kann, sich zum Zurückgewinnen aufzumachen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob die Chancen anfänglich bei, sagen wir mal, 9% sind oder bei 90% stehen. Denn wie sich alles dann im weiteren Verlauf entwickelt, das lässt sich ja im Vorhinein nicht so prognostizieren. Und es ist natürlich okay, sich die Chancen mal anzusehen, um so ein Gespür zu bekommen, wo man jetzt gerade steht. Aber wissen, ob man die Affäre zurückgewinnen kann, das tut man erst, wenn man es tatsächlich probiert hat. Und im Coaching ist da unser Ansatz stets, wenn so nicht alles voller roten Flaggen steht, dann empfehlen wir mal, es auszuprobieren und auch erste Schritte zu gehen und es umzusetzen. Und noch so eine kleine Anmerkung zu den roten Flaggen oder zu so Situationen, wo wirklich keine Chancen mehr bestehen. Ich mache da so im Coaching die Erfahrung, dass die allermeisten ohnehin auch schon so ein realistisches Gespür mitbringen, ob da jetzt noch was möglich ist. Weil schlussendlich bist du ja die Person, die den Prozess durchlaufen und alle Schritte setzen muss, um die Affäre zurückzugewinnen. Und überleg also mal für dich, ob du bereit bist, die Früchte, aber auch die Konsequenzen zu tragen, wenn du jetzt den Versuch startest, die Affäre zurückzugewinnen. Und das vorausgeschickt, dem widmen wir uns nun den kleinen Schritten, die du gehen musst, um dich aufzumachen, um deine Affäre zurückzuholen. Und der erste Schritt dazu ist, vermeide mal die typischen Fehler. Damit meine ich beispielsweise, wenn du nach dem 8. Anruf noch einmal anrufst, obwohl die Affäre nicht abgehoben hat. Oder wenn du weitere Nachrichten schreibst, obwohl da schon keine Antworten mehr zurückkommen. Aber auch insbesondere, wenn du an Orten auftauchst, die eigentlich der Affäre zugeordnet sind. Zum Beispiel, wenn du plötzlich in dem Ort, wo die Ex-Affäre wohnt, wenn du dort plötzlich einkaufen gehst, obwohl du das sonst nie gemacht hättest. Und hier lauern dann in vielerlei Hinsicht die Gefahren, nämlich, dass man so durch unüberlegte Handlungen alles kaputt macht. Und das kann weiter dann zur Folge führen, dass die Affäre auch noch auffliegt und man dann erst recht vor einem Scherbenhaufen steht. Und auch ganz wichtig, Menschen mögen es nicht, wenn man ihre Entscheidungen nicht respektiert. Und wenn eine Affäre zu Ende gegangen ist, dann gilt es, dieses Ende auch vorerst mal zu akzeptieren. Und im zweiten Schritt geht es dann darum, den Trennungsgrund zu finden. Wenn du hier im Kanal auch andere Videos angeschaut hast, dann kommt dir das vielleicht schon ein wenig bekannt vor. Denn beim Ex-Zurückgewinnen, da liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Lösung der Trennungsgründe. Und bei einer Affäre, da ist das ganz genauso.
Du kannst dir eine Affäre wie so ein geheimes Bonbon oder Zuckerl, wie wir hier in Österreich sagen, vorstellen. So ein Zuckerl, welches man sich gönnt. Und beim Ex hat es dann irgendetwas gegeben, sodass er dieses Zuckerl gar nicht mehr mag und wieder weggegeben hat. Und solange der Trennungsgrund besteht, existiert so eine Auseinanderbewegung, die eine fortführende Affäre eben im Weg steht. Und wenn du es also schaffst, die Gründe da zu erforschen und an die Gründe heranzukommen, warum die Affäre beendet wurde, dann hast du die besten Chancen, die Affäre auch zurückzugewinnen. Dennoch möchte ich da auch darauf hinweisen, dass das bei einer Affäre immer etwas komplizierter ist. Denn Affären sind ja in aller Regel geheim. Und zumindest einer der beiden Beteiligten, dieses Stell-Dich-Eins, der hat ja auch noch einen Partner. Und damit du die Trennungsgründe beheben kannst, lass mich das hier jetzt mal so in zwei große Kategorien einteilen. Denn davon hängt es ja auch wirklich ab, wie dann deine weitere Strategie ausschauen kann. Diese beiden Kategorien sind erstens mal die Struktur der Affäre. Die Affäre wurde also beendet, weil es eine Affäre war. Und zweitens im Miteinander. Die Affäre wurde beendet, weil es im persönlichen Miteinander nicht mehr geklappt hat. Wenn der Trennungsgrund in der Struktur der Affäre liegt, dann ist das zum Beispiel, einer hat ein zu großes schlechtes Gewissen oder hat Angst, erwischt zu werden. Oder diese Organisation der Affäre, die ist zu aufwendig geworden. Oder einer hat eine Wertekrise im Sinne von, bin ich wirklich ein Mensch, der eine Affäre hat? Oder auch, zu welchen Menschen macht es mich, wenn ich die Affäre nicht beende? Die zweite Kategorie der Trennungsgründe, die ist im Miteinander. Und hierunter fallen alle Trennungsgründe, die eben in diesem persönlichen Miteinander liegen. Zum Beispiel, wenn man auftretende Konflikte schlecht oder auch gar nicht mehr lösen kann. Oder es gibt einen typischen Nähe-Distanz-Konflikt in der Affäre. Aber auch wenn einer keine Gefühle mehr hat oder es fehlende bzw. so unklare Zukunftsperspektiven gibt. Oft auch, wenn einer zur Hauptbeziehung werden möchte. Wie du dir auch vielleicht denken kannst, ist das komplizierter, wenn die Affäre an sich bzw. an der Struktur der Affäre den Trennungsgrund findet, als wenn der Grund nur im Miteinander liegt. Denn man muss dem anderen ja zeigen, dass sich dieses Affäre haben, dass das noch eine lohnenswerte Option ist. Wie das dennoch klappen kann, erfährst du auch in diesem Video. Dennoch, für alles Weitere, müssen wir mal wissen, warum die Affäre denn zu Ende gegangen ist. Ohne diesen Grund zu kennen, wird es relativ schwer mit dem Zurückgewinnen. Wir gehen jetzt aber mal weiter zum dritten Schritt, nämlich gehe in eine Kontaktsperre. Gerade im Fall einer Affäre reagieren Menschen ja ungemein genervt und abweisend, wenn man die Entscheidung zum Ende der Affäre vorerst nicht akzeptiert. Das führt dann schnell zum Ghosting oder auch in eine Blockade. Und die logische Konsequenz ist also natürlich mal, geh in eine Kontaktsperre. Insbesondere auch, wenn die Affäre wegen einem schlechten Gewissen oder aus moralischen Gründen beendet wurde. Das ist einfach so essentiell, denn die Kontaktsperre führt mal dazu, dass sich dieses schlechte Gewissen ein bisschen beruhigen kann. Und so kann deine Ex-Affäre für sich einmal merken, puh, okay, ich habe eine Grenze gesetzt, ich schaffe es, das zu stoppen, wenn das nötig ist. Und diese Erkenntnis, die kann sehr befreiend sein, weil ja eine Affäre immer mit so einem Geheimnis und mit etwas Verbotenem assoziiert wird. Und das heißt, die Kontaktsperre ist dazu da, dass sich die Emotionen nach der Trennung, und ja, ich sehe das schon so, wenn eine Affäre beendet wird, ist das eine Trennung, also dass sich da die Emotionen mal etwas beruhigen können und man so einen Strukturwechsel reinbekommt. Die Kontaktsperre funktioniert grundsätzlich genau gleich wie bei unserer Ex-Drück-Strategie und sollte in aller Regel mal so 30 Tage dauern. Und nutze die Zeit der Kontaktsperre für dich und geh da auch die Trennungsgründe an. Frag dich also dazu mal, wo bist vielleicht du bereit, eventuell Kompromisse einzugehen?
Welche Veränderungen möchtest und kannst du auch bei dir selber angehen? Aber auch, was sind denn deine Grenzen und in welchen Bereichen sind dir Kompromisse nicht möglich? Und damit gehen wir dann schon weiter zum Schritt Nummer 4, nämlich schreibe eine Testfrage. Viele, die eine Affäre beenden, die wollen sich dann im ersten Moment voll und ganz auf ihre noch bestehende Beziehung konzentrieren und die Affäre am besten so aus dem Leben streichen. So nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Und das ist eine Dynamik, die übrigens nicht nur auf Affären beschränkt ist, sondern die wir auch ganz oft bei Ex-Rückfällen sehen, wo Menschen eine Beziehung oder auch keine Affäre zurück wollen. Und da muss man beim Anschreiben nach der Kontaktsperre dann immer gut aufpassen. Und deshalb haben wir bei Szenario 2 auch die Testfrage entwickelt. Grundsätzlich funktioniert die Testfrage für dich dann so, wie du es vielleicht auch schon auf unserem YouTube-Kanal gelernt hast. Wenn du eine Affäre zurückgewinnen möchtest, dann überprüfe bitte aber auch stets, ob es gewisse Kanäle gibt, auf denen du nicht schreiben kannst oder darfst. Da darf man sich wirklich keinen Fauxpas erlauben, sodass es eben wirklich auch niemand mitbekommt. Der Aufbau einer Testfrage ist wie folgt, wie du es auf dieser Einblendung auch siehst. Du startest mit der Begrüßung. Begrüßt deinen Ex einfach ganz normal mit Hey oder Hallo oder was ihr halt sonst so in der Affärenbeziehung verwendet habt. Als nächstes geht es weiter zum Gedankenlesen. Da nimmst du sozusagen vorweg, was sich der Ex wohl denken würde, wenn da eine Nachricht von dir kommt. Dann geht es weiter zu dieser Floskel von nur du kannst das wissen. Da ist es ganz wichtig, dass du deine Affäre etwas fragst, was nur er oder sie weiß. Und ganz genau gehe ich auf diese Technik auch in diesem Video hier oben ein. An dieser Stelle noch ein wichtiger Bonustipp. Beim Zurückgewinnen einer Affäre, da muss man immer ein wenig aufpassen, wann genau man die Testfrage und dann natürlich auch alle weiteren Nachrichten abschickt. Nämlich insbesondere auch dann, wenn deine Affäre ja auch noch in einer Hauptbeziehung ist. Dann solltest du die Testfrage nämlich erst dann abschicken, wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass die Affäre auch gerade alleine ist und nicht jetzt plötzlich durch deine Nachricht die ganze Affäre irrtümlich auffliegt. Und wir machen jetzt hier weiter mit Schritt Nummer 5, nämlich Sorge für Annäherung. Jetzt hast du die Testfrage geschrieben und vielleicht auch eine gute und positive Antwort bekommen. Und dann steht man vor der großen Frage, naja, wie geht's jetzt weiter? Es ist ja nämlich noch nicht wieder alles in trockenen Tüchern. Und jetzt geht's quasi darum, den sachlichen Kontakt zu halten und damit unterm Radar möglichst gut durchzutauchen. Und wie nach jeder Trennung stellt sich ja auch die Affäre dann die Frage, naja, wozu soll ich denn eigentlich noch in Kontakt mit dir bleiben? Wähle darum die Themen, über die du mit der Affäre schreibst, mit Bedacht. Wichtig ist, dass die wirklich super plausibel sind und gut rüberkommen, sodass sich die Affäre eben denkt, okay, tauschen wir uns halt darüber aus. Und zusätzlich müssen aber in dieser Phase dann auch den Trennungsgründen Rechnung getragen werden. Und wenn sich da bei dir einiges geändert hat, dann kann das eben auch sukzessive dem anderen kommuniziert werden. Und so kommst du auch wieder auf diese viel wichtigere Ebene in deiner Annäherung. Und damit geht es dann weiter zum Schritt Nummer 6, nämlich dem gemeinsamen Treffen. In diesem letzten Schritt, dem gemeinsamen Treffen, da gibt es auch so einen Unterschied zur herkömmlichen Ex-Rückstrategie. Denn bei vielen Affären ist es ja so, dass man sich vielleicht nie so casual irgendwo mal schnell zum Kaffee getroffen hat, sondern das war immer ein eher intensiverer Austausch, zum Beispiel in einem Hotel. Und wenn du eine Affäre zurückgewinnen möchtest, dann wird es Situationen geben, wo ihr euch seht, aber es vielleicht nicht gleich wieder Sex in einem Hotel sein wird, sondern man muss da etwas behutsamer vorgehen. Die Strategie, die besteht nun darin, den Rahmen immer etwas größer zu machen. Finde also zuerst mal so den geringsten Schwellenwert, wo dich deine Affäre so gerade noch treffen würde. Und es braucht hier aber einen starken Zweck für das Treffen, zu dem auch deine ehemalige Affäre eben zustimmen würde. Es ist da meiner Erfahrung nach schon immer ein bisschen schwierig, deswegen nimm dir auch wirklich ausreichend Zeit, da so einen guten Aufhänger für das Treffen zu finden.
Und wenn du dabei Unterstützung benötigst, dann komm gerne zu mir ins Coaching. Wenn das für dich interessant klingt, dann klick gerne mal da unten auf den Link, da kannst du dir ein Coaching mit mir holen. Und neben mir, weil es auch eben oft ganz wichtig ist und weiterhelfen kann, wenn man das mit einbezieht, da findest du noch ein Video vom Stefan. Da spricht er über die 8 häufigsten Gründe, warum Menschen dann fremdgehen.